I will shake away the cloudy skies with a California lullaby. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Star Stable Video von mir. Heute soll es um die 10 schönsten Pferde auf Jorvik gehen. Natürlich ist das jetzt hier alles nur meine Meinung. Das heißt, wenn euer Lieblingspferd jetzt da nicht dabei ist, dann bitte seid nicht traurig. Es fiel mir auch echt schwer, mich nur auf 10 Pferde zu beschränken, weil ich finde, dass es so viele schöne Pferde in diesem Spiel gibt. Nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt mal für 10 Favoriten entschieden, die ich alle wunderschön finde. Ich starte mit dem 10. Platz und arbeite mich dann quasi vor zu Platz 3, 2 und 1. Also 1 ist dann das schönste Pferd. Und ich bin schon gespannt, wie ihr das Video finden werdet. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche Pferde denn für euch die schönsten sind. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Auf Platz Nummer 10 ist mein Clydesdale Fox Flash. Das ist der mit dieser wunderschönen rötlichen Färbung. Ach ja, wenn ich Fellfarben irgendwie falsch benenne, dann bitte seid mir nicht böse. Ich bin richtig schlecht in Fellfarben. Also was ein Schimmel und was ein Rappe ist, weiß ich noch, aber ab dann wird es schon kritisch. Das ist mein Platz Nummer 10. Ich finde diese Fellfarbe wunderschön. Ich finde sie auch sehr besonders. Also mir fällt jetzt auch auf Anhieb kein anderes Pferd auf Jorvik ein, das diese Fellfärbung hat. Ich liebe auch diese Döppel, die es da am Bauch hat. Und finde das Pferd einfach richtig, richtig schön, richtig toll. Ach ja, was ich noch sagen wollte, es geht jetzt hier wirklich um schöne Pferde, nicht um süße oder niedliche. Also wenn ich da nachgehen würde, dann wären da ganz andere Pferde dabei. Der auf jeden Fall finde ich ist wunderschön, einfach auch von seiner Fellfärbung. Ein richtig, richtig schönes Pferd und ich muss aufpassen, dass ich jetzt nirgendwo dagegen renne. Also das ist auf jeden Fall meine Platz Nummer 10. Platz Nummer 9 ist bei mir dieses Connemara hier. Ich finde, das ist wunderschön. Ich liebe diese Fellfärbung. Ich weiß nicht, wie sie heißt, also wie man die genau nennt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass ich so in Fellfarben echt nicht so gut informiert bin. Aber ich finde es herrlich. Ich finde es wunderschön. Das gibt es momentan auch in diesen Starcoins-Paketen. Das heißt, falls ihr es wollt, bekommt ihr es jetzt momentan günstiger. Und ich finde das Pferd super, super schön und auch süß. Ich habe zwar gerade gesagt, es geht hier um schöne Pferde, nicht um süße. Dieses Pferd, finde ich, ist beides. Also ja, ich liebe die Fellfärbung. Das Einzige, was ich, glaube ich, noch ändern würde, wäre die Mähne. Weil ich finde, dass die ein bisschen durcheinander ausschaut. Die gefällt mir nicht so gut. Aber ansonsten ist das hier auf jeden Fall echt ein wunderschönes Pferd. Auf dem 8. Platz ist mein Quarter Horse Lunamoon. Ich glaube, das ist auch das beliebteste Quarter Horse bis jetzt. Zumindest sehe ich die meisten Spieler mit diesem Pferd. Also von den Quarters ist irgendwie das so das meistgekaufteste, habe ich das Gefühl. Und ich kann es voll nachvollziehen, denn ich finde es wunderschön. Ich liebe diese Färbung im Gesicht und diese Pünktchen da an der Schnute. Es ist einfach so ein hübsches Pferd. Und auch der Schweif ist wunderschön hier mit dem Farbverlauf. Ja, mir gefällt es richtig gut. Deswegen meine Platz Nummer 8. Der 7. Platz geht an meinen Trakehner Skydancer. Gut, jetzt hier gerade die Meldung mit dem Global Chat. So, jetzt aber. Und das ist dieses Pferd hier. Ich finde es wunderschön. Ich finde dieses Grau, dieses Apfelschimmelgrau. Also ich finde, er schaut nicht aus wie ein normaler Apfelschimmel, sondern so besonders irgendwie. Es ist so eine schöne Farbe. Mir gefällt er einfach wahnsinnig gut. Ich finde ihn so süß und so hübsch und werde ihm, denke ich, irgendwann die Zöpfchen noch verpassen. Ich glaube, die würden fast besser noch zu diesem Pferd passen als die normale Mähne. Und ja, bin ein Riesenfan von dem Pferd. Und ja, ich liebe einfach diese Färbung. Die ist einfach so, so toll. Der 6. Platz gehört wieder einem Clydesdale. Und zwar der Clydesdale mit dieser Färbung hier. Und ich finde sie wunderschön. Also ich weiß noch, das erste Mal, als ich das Pferd gesehen habe, bin ich halb ausgerastet, weil ich es einfach so hübsch finde. Also wow, einfach nur wow. Ich finde diese Farbe unfassbar schön. Das Pferd gefällt mir richtig, richtig gut und mir gefällt auch einfach alles. Mir gefallen hier die braunen Beine und wie es dann in diese weiße Fessel, glaube ich, heißt das, übergeht. Und ach, diese Färbung ist einfach herrlich, ist einfach ein absoluter Traum.
Ich wünschte, es gäbe mehr Pferde, die ungefähr so aussehen. Also auch mit den Beinen und so. Es ist ja hier oben wie so ein Apfelschimmel und dann wird es ja hier eben so braun. Und das ist einfach, ja, ein richtig, richtig schönes Pferd. Der fünfte Platz geht an dieses nordschwedische Kaltblut. Ich weiß nicht, ob das schon ein Schimmel ist. Es ist ja ein bisschen dunkler irgendwie als ein normaler Schimmel, habe ich so das Gefühl. Also der ist ja nicht so rein weiß. Und ja, es ist so schön. Ich liebe ja allgemein die nordschwedischen Kaltblüter. Ich finde die allgemein mega hübsch. Aber das hier ganz besonders. Also das ist echt, ja, so schön einfach nur. Ja, und ist auf jeden Fall eins meiner Lieblinge. Der vierte Platz geht hier an den Knappstrupper. Bei mir heißt der Snowflower. Ich liebe diese Färbung. Ich hatte mich in die verliebt, sobald, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Und da hinten wird wieder fleißig getanzt auf der Tanzfläche. Ja, ich finde, die Färbung ist sowas Besonderes und schaut einfach mega, mega schön aus. So, ich reite jetzt hier von der Tanzfläche ein bisschen weg, sonst habe ich hier die Geräusche so laut im Hintergrund. Und ja, ich finde, das Pferd ist einfach ein Traum. Ich finde ja allgemein die Knappstrupper wunderschön. Aber das hier ist auf jeden Fall mein Lieblingspferd von den Knappstruppern, weil es einfach so besonders ausschaut. Und ja, einfach richtig, richtig schön, das Pferd. Und wir kommen zu den Top 3. Und auf dem dritten Platz ist hier dieses nordschwedische Kaltblut. Also wieder ein NSK, aber ich liebe die auch einfach. Und das ist einfach ein Traum. Schaut euch diese Fellfarbe an. Ich finde es wunderschön. Bei den Top 3 musste ich auch echt nicht lange überlegen. Da war mir eigentlich ziemlich schnell bewusst, welche drei Pferde ich wirklich am allerschönsten finde. Und das ist auf jeden Fall mein Platz Nummer 3, weil es ist einfach, oh, es ist so schön. Ich habe diese Farbe damals gesehen. Ich habe mich sofort in dieses Pferd verliebt. Auch die Mähne, auch der Schweif hier mit den roten Spitzen und die Mähne bewegt sich auch und ja, es ist einfach, dieses Pferd ist ein Träumchen, würde ich sagen. Also es gefällt mir echt mega, mega gut. Auf dem zweiten Platz ist bei mir der Andalusia Apfelschimmel. Er ist wunderschön und ich glaube, es ist auch eins der beliebtesten Pferde im Spiel. Zumindest sehe ich richtig oft Leute auf diesem Pferd. Ja, es ist ein Traum. Es ist ein absoluter Traum. Die Andalusier allgemein sind wunderschön. Ich habe ja selbst auch einige und die sind einfach toll. Die sind so hübsch. Und der hier einfach ganz besonders, weil er so eine tolle Fellfärbung hat. Also dieses Pferd ist echt wunderschön. Ich glaube, da werden mir auch die meisten zustimmen, dass das auf jeden Fall unter die Top 3 gehört. Es ist einfach, ja, richtig toll. Und ich habe das Gefühl, das ganze Video besteht nur daraus, dass ich Fellfarben lobe. Aber gut, da geht es ja auch heute irgendwie drum. Und ja, meine Nummer 2. Ich finde dieses Pferd richtig, richtig toll. Es ist echt schön. Mein Platz Nummer 1 ist dieser Lusitano hier. Er ist wunderschön. Ich habe leider keine Ahnung, wie diese Fellfarbe heißt. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Das ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingspferde und ich finde, für mich persönlich das absolut schönste Pferd auf ganz Jorvik. Schaut euch diese Fellfarbe hier an. Es ist so toll. Das Pferd hat einen Aalstrich. Die Mähne bewegt sich und es ist einfach, oh, diese Farbe, es schaut alles so harmonisch aus in diesem Pferd und so stimmig. Und ja, es ist einfach wunderschön, wie ich finde. Also das ist auf jeden Fall mein Lieblingspferd, wie ich finde, das schönste Pferd auf Jorvik. Genau, ist dieser Lusitano hier. Auch wieder hier, die Lusitanos sind allgemein einfach wunderschön. Also es gibt auch viele Lusitanos, die mir richtig gut gefallen. Ich glaube, ich habe auch insgesamt 6 Lusitanos. Also das ist auch eine meiner liebsten Rassen. Aber dieses Pferd hier, finde ich, übertrifft sie alle. Es ist wunderschön, es schaut einfach so gut aus. Und ja, deswegen meine wohlverdiente Nummer 1. Das war's dann auch mit diesem Video. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Pferde für euch die schönsten sind.
Ob ihr sie habt oder nicht, ist jetzt in dem Sinne erstmal egal. Aber einfach, welche Pferde ihr am schönsten findet. Und ob ihr mir soweit zustimmen würdet mit den Plätzen, wie ich sie jetzt vergeben habe. Und wie gesagt, falls jetzt euer Lieblingspferd nicht dabei war, es ging jetzt hier nur um meine persönliche Meinung und um meinen Geschmack. Und euer Geschmack kann natürlich ganz anders sein und das ist ja auch okay so. Sonst wäre es ja auch sehr langweilig, wenn wir alle nur dieselben Pferde reiten würden. Und dieses Quarterhorse da hinten ist so schön und ich freue mich auf Mittwoch. Ich denke, dass das dann auch endlich draußen sein wird und ha, es ist so schön. Ja, gut, das war's dann jetzt von mir zu diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und danke euch fürs Zuschauen. Tschüss!